Als ich 8 Jahre alt war, habe ich mit meiner Familie die Olympischen Spiele im Fernsehen geschaut. Zufällig lief gerade Speerwerfen. Sofort war ich von dieser Sportart fasziniert und davon, wie die Speere durch das ganze Stadion flogen und von diesen großen, starken Athleten, die so weit werfen konnten. Ich dagegen war ziemlich klein und schmächtig. Das macht es einem natürlich schwer in einer Disziplin, die auf Kraft basiert. Als ich anderen an der Sportschule erzählt habe, dass ich Speerwerfer werden will, haben sie mich nur belächelt. Auch meine Trainer waren sich einig, dass ich zu klein dafür war und mich lieber aufs Springen konzentrieren soll. Ich wollte an der Schule bleiben, also habe ich mich gefügt. Ich trainierte viele Jahre, gefangen in einer Disziplin, für die ich nie brannte. Meine Leistung wurde immer schwächer. So konnte es nicht weitergehen. Irgendwann wollte ich nur noch aufhören. Aber etwas in mir hat sich dagegen gesträubt. Ich konnte noch nicht aufgeben. Also habe ich die Disziplin gewechselt, um meinen Traum zu verfolgen. Du musst die Zähne zusammenbeißen, ein echter Champion sein und dir sagen, da muss ich jetzt durch. Die Olympischen Spiele waren der ultimative Beweis, dass meine Entscheidung für den Speerwurf richtig war. Dafür hat sich alles gelohnt. Thomas Röhler, dem wurde immer gesagt, er sei zu klein für Speerwerfen, aber klein sieht er heute definitiv nicht mehr aus. Kann er noch mal einen raushauen? Kann er noch so einen Wurf nachlegen? Seine Wurftechnik ist ausgezeichnet! Und er ist gut! 90,3 Meter, was für ein unglaublicher Wurf! Der kleine Thomas ist groß geworden. Und ich lasse mich durch nichts mehr auf. Verfolge deinen Traum, egal was kommt. Bridgestone, offizieller Partner der Olympischen Spiele.